endlich Millionär. Allerdings sind das hier nur 37 Euro. Vietnam ist eines der günstigsten Länder weltweit, dafür aber eines mit der besten Lebensqualität. Und in diesem Video zeige ich euch, was man als Millionär hier alles so anstellen kann. Und was erwartet euch? Wir gehen lecker essen, trinken traditionell vietnamesischen Kaffee, besuchen den lokalen Markt, gehen uns richtig schön durchmassieren, gehen zum Friseur, wir leihen uns ein Moped aus und benutzen auch noch hier die öffentlichen Verkehrsmittel. Übrigens, ein Liter fürs Tanken bezahlt ihr hier 25.000 Dong. Ich finde es aber so oberkrass, was man hier alles bekommt. Überlegt mal, in Deutschland bekomme ich gerade mal eine halbe Massage dafür. Ja? Also seid gespannt, was es hier alles dafür gibt. Kurz ein paar Fakten zu Vietnam. Das Land hat mittlerweile 99,3 Millionen Einwohner. Es wird also nächstes Jahr die 100 Millionen knacken. Das Durchschnittseinkommen sind 310 Euro im Monat, also relativ gering. Das entspricht ca. 8,5 Millionen Dong, also das Achtfache vom heutigen Budget, die eine Mille, die wir hier betrachten. Klingt alles sehr wenig, allerdings, Vietnam entwickelt sich rasant und die meisten Menschen profitieren davon. Es ist mittlerweile wirtschaftlich das 30-stärkste Land der Welt. Da Nang gilt als sicher und überwiegend sauber. Die Menschen machen einen sehr glücklichen Eindruck hier, auch wenn es noch als Entwicklungsland gilt. Wie ihr seht, schaut der Geldautomat für ein Entwicklungsland aber ziemlich abgefahren aus. Hier kommt die Karte rein. Man kann hier maximal 5 Millionen Dong abheben. Der größte Geldschein hier sind 500.000. Ich glaube, in Deutschland der größte Geldschein ist 200 Euro, den man abheben kann. Und 500 kann man, glaube ich, nur noch ausgeben. Ne? Okay, ich habe ein Mindestabhebelimit von 50 Euro. Zum Glück gibt es hier die Komma. Dann bin ich gleich zum Millionär. Läuft! Ja! So schaut das Ganze aus. Jetzt los, jetzt gehen wir ein bisschen Geld ausgeben. Also wir fragen erstmal, was hier das lokale Bier ist. Ja, ein vietnamesisches Bier. Saigon Bier? Saigon. Wenn die hier Bier trinken, ne, die schmeißen das alles unterm Tisch hier in Vietnam. So trinkt man das Bier hier. Man nimmt sich einfach so einen Eisklumpen, haut in den Bier rein. Cheers. Also Saigon-Bier, 25.000 Dong. Der ist hier im Restaurant, aber trotzdem kommen hier einfach Leute von außen hinzu und verkaufen hier noch irgendwas. Das ist ganz normal hier, ne? Hamad, 20. Und dann haben wir frische Oyster. Schaut euch das mal an. 6 Stück zahlen wir 80.000. So cool, it's more than talking. German! Da ist er, der typisch vietnamesische Kaffee mit Kondensmilch. Wir sitzen hier in einem Straßencafé in Vietnam und so startet man hier den Tag. Ne? Alle kommen zusammen, sitzen, also schön socializing, sitzen zusammen, trinken ihren Kaffee. Auch schon mal gut zu wissen, wenn man hier ankommt, bekommt man ohne zu fragen definitiv schon mal einen Tee hingestellt. Muss ich das da jetzt reinschütten oder tropft das da rein? Da, plötzlich geht's los. Also nach 8 Minuten geht's plötzlich los, da öffnet das Ding. Nach fast 20 Minuten Wartezeit ist mein Kaffee fertig. Oh wow. Oh, ist eigentlich ganz gut, ey. Krass. Also der Kaffee ist richtig intensiv, extrem dickflüssig auch. Mit der Mischung mit der Kondensmilch ist gar nicht zu süß. Aber muss ich mal reinziehen. Also empfehlenswert. 15.000 Dong. Weiter geht's hier mit einer absoluten Spezialität, das vietnamesische Baguette Banh Mi. Übrigens, ich hau euch alle meine Locations auch in die Beschreibung rein, die Google-Adresse. Dann könnt ihr schauen, wo das ist, weil dieser Ort, der ist nämlich ganz speziell. Weil die meisten Baguettes, die sind irgendwie so normal und das ist irgendwie anders als woanders. Kollege hat auf jeden Fall, come on. Der hat schon ein paar Baguettes auf jeden Fall verkauft. Da haben wir das Ding. So schaut das aus. Was ist da drin? Das ist wirklich gut. Ich schalte übrigens für euch den Vegetarier aus, den Tag heute. Einmal im Monat haue ich mir auf Fleisch rein und heute mache ich Fleisch Tag. Extra für euch. Boah, ist das gut, ey. Ich muss euch unbedingt noch die Sache zeigen, wenn ihr euch wundert, wie eine Garage hier aussieht. Wir sind ziemlich mobil, ne? Also das ist eine vietnamesische mobile Garage, mitten auf der Straße abgestellt. Ein kurzer Friseurbesuch. Zahlt ihr 100.000 für einen Schnitt, das sind 3,70 Euro und das gleiche nochmal für eine Massage. Von der kurzen da, wo ist die da? Gibt natürlich auch nochmal 50 jeweils Trinkel, ne? Ist ja klar. Wir wollten gerade das Foto machen mit den zwei Scheinen und die Kleine hat die 500.000 einfach mal losgelassen, dann ist das weggeflogen. Die kriegen wir doch nicht mehr wieder, ey. Ja,
Jetzt versuchen wir hier die 500.000 wieder zu bekommen. Yeah! Really? Yeah. Da sind sie, die 500.000. Die haben wir wieder bekommen. Das ist für mich immer ganz wichtig, ne? Eine Unabhängigkeit. Deswegen leihe ich mir auch meistens ein Moped aus, wenn ich eine längere Zeit hier bin. Und für einen ganzen Monat zahle ich übrigens 1,2 Millionen. Am Tag sind es 150.000. Wenn ihr euch nichts ausleihen wollt, dennoch irgendwie von A nach B komfortabel reisen möchtet, dann empfehle ich natürlich auch Grab. Funktioniert nicht nur in Thailand sehr gut, sondern auch hier in Vietnam. Und da geht es einfach ganz easy. Where to? Ich gebe mein Hotel ein, Dana House. Zack, choose Pickup. Und schau mal. Hier zahlen wir 14.000. Ja, hier in Vietnam müsst ihr übrigens Helm tragen. Vom Flughafen zu Beach sind es übrigens nur 35.000 Dong. Und ihr habt auch die Sicherheit, dass ihr ja, genau richtig ankommt. Die Kreditkarte könnt ihr hinterlegen oder bar bezahlen. Gibt nichts Besseres als Grab. Frisches Gemüse und frische Früchte müssen natürlich auch gekauft werden. Also können wir mal hier einkaufen auf dem lokalen Markt hier in Da Nang und schauen, was wir so für wie viel Geld bekommen. Wer weiß, was das hier ist, bitte einmal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr es errät. Das ist übrigens ein Beispiel, was ich in China cooler fand. Ne? Da sind alle Scooter elektrisch. Das heißt, es gehen nicht die ganzen Abgase in das Gemüse rein, das auf dem Boden liegt. Man muss sich nicht die ganze Zeit diesen Mist einatmen. Und es gibt auch keine, ja, die Geräuschkulisse ist auch deutlich besser. Da warten die armen Hühner und hier sind die Erzeugnisse. Habt ihr schon mal so welche Eier gesehen? Grün ist normal. Was ist das? Schwarze, verkohlte Eier. Gesalzene Eier, okay. Schaut euch das mal an. Also zwei Eier, 12.000 Dong. Das ist übrigens Guave, sau viel Vitamin C. Dann haben wir noch Aloe Vera, kennt man auch. Und einer meiner Lieblingsfrüchte, die Dragon Fruit. Dafür habe ich übrigens mal im Bioladen in Starnberg in Deutschland 7 Euro pro Stück bezahlt. Hier kosten 15 Dong 1 Kilogramm. Die Dinger schmecken auch richtig geil. Eine Guave, eine dicke Dragonfruit und 4 Shampoo-Teile. How much? 42.000 Dong. 3.000, ne? It was 3.000? Ja. Yeah. Oh, boy. Yeah. Übrigens fürs Parken hier tatsächlich auch. Ne? Die Kleine kommt an, hat einen ganzen Batzen Geldscheine in der Hand. Und will einfach mal 3.000 haben. Keine Ahnung, vielleicht gehört ihr die Straße, man weiß es nicht. Aber sie sammelt das Geld ein. Come on. Guave habe ich übrigens in Deutschland noch nicht gesehen. Habe ich das erste Mal in Thailand, glaube ich, entdeckt. Schwarze erstmal wegwaschen, was es auch immer ist. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. Ich weiß jetzt nicht, was damit auch passiert ist, was das soll. Sieht irgendwie komisch aus. Also vielleicht könnt ihr mir sagen, was das ist. Ah, das ist das Ei. Will eat this. Ich esse das nicht. In China habe ich das gegessen und ich werde es nicht normal essen. Mathe! Das ist viel zu hart. Also so schaut das Ganze aus. Sehr salzig. Das war das Eiererlebnis in Vietnam. Eines der bekanntesten Gerichte hier in Vietnam, Phở. Das ist so eine vietnamesische Rindersuppe. Beziehungsweise kann man auch mit Chicken, also mit Hühnchen genießen. Kommt mit frischen Kräutern und auch mit Nudeln, die einfach nur ganz schnell irgendwie kurz ins Wasser gehalten werden. 40.000 Dong für die Phở-Suppe gehen drauf. Also man hat noch Knoblauch eingelegt, Chili, Limette, grünes Zeug und Sprossen. Und dann kann man sich das alles schön da reinhauen. Also mit diesen frischen Kräutern kommt das wirklich richtig gut. Wow, ist das nicht schön hier abends? Die ganzen Gassen so geil beleuchtet mit diesen ganzen Laternen. Das liebe ich ja hier in Vietnam übrigens. So, und jetzt zum Abschluss haben wir uns eine schöne Massage rein. What's going on, hä? Was macht die Kleine da? I can't breathe. Hey, dann nimmt ihr mir hier die Luft zum Atmen, ey. Unglaublich. Eine der besseren Massagen gibt es hier im Silk Spa. Ne? Ist direkt neben einem alten Apartment, Luke Apartment. Das habt ihr wahrscheinlich in einem anderen Video gesehen. Was kostet mich das Leben in Vietnam? Schaut es doch mal gerne da rein. Und jetzt gehen wir uns massieren für, was zahlen wir hier? 90 Minuten, 320. Wow. Wow. Wow, 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 wow.
How was your massage? How was the massage? Das hier ist übrigens einer meiner Lieblings-Vegetarian-Shops. Und hier definitiv mal vorbeikommen. Ne? Das haue ich auch mit runter in die Google Maps Locations. Hier essen wir jetzt nur die Fresh Spring Rolls für 20.000. Das ist übrigens die Inhaberin hier und ihr Mann, der ist damals krank geworden und hat dann die Essensgewohnheiten einfach getauscht. Ist komplett vegan geworden und seitdem sind sie komplett vegan und kochen für die Menschen hier draußen. Alles klar, ihr seht mich hier. Ich bin gerade noch hier auf dem Balkon in Da Nang und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich werde auch ähnliche Videos woanders an anderen Orten der Welt definitiv produzieren. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht und einfach auch den Vergleich immer zu Deutschland. Ich finde es schon echt extrem. Wie findet ihr das? Ne? Also Da Nang ist echt so krass günstig, vor allem für uns Europäer oder beziehungsweise für den Euro-Raum oder derjenige, der Euros verdient oder Dollar oder halt Pounds. Es ist echt extrem. Gut, ich hau jetzt das Video raus und in wenigen Tagen geht es für mich zurück nach Deutschland tatsächlich. Ich freue mich auf jeden Fall. Oh, ich muss hier auch was. Schon ein bisschen fix und fertig mit dem ganzen Stein, ganzen Tag heute gestanden. Ich freue mich aber extrem auf Deutschland, jetzt einfach wieder auf das schöne Klima in Deutschland. Der Frühling ist da und dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Also, danke, dass ihr dabei seid, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein.